Hallo, ich bin Marco Ivanovic, ich spiele Mundharmonika und Kontrabass und ich spiele mit Klobus Rudi an der Gitarre. Ich bin aus Wittenberg und wir sind ein Duo seit ein paar Jahren. You know, first time of traveling, oh, and the rain is slow, the rain is slow. Gitarre ist für mich was ganz Besonderes, weil meine Uroma hat schon Gitarre gespielt, mein Papa hat Gitarre gespielt. Und da hat sich das so entwickelt mit ganz alten Instrumenten damals. Und das ist so mein, was ich am liebsten mache, die Gitarre. Na gut, ich spiele schon seitdem ich angefangen habe mit Gitarristen zusammen. Das ist eigentlich das Hauptharmonieinstrument, das mich begleitet an der Mundharmonika. Und ich habe mit vielen Gitarristen zusammengearbeitet, die Originalinstrumente auch spielen, sei es jetzt eine alte Dobro, sei es eine National oder diese ganzen alten Gitarren. Und daher kenne ich die Originale eigentlich sehr gut. Und ich habe jetzt die letzten zwei Tage eine Gelegenheit gehabt, einfach auch die neue Serie zu hören von Hohner. Rudi hatte die Gelegenheit gehabt, diese Instrumente auszuprobieren. Wir hatten zwei Konzerte gespielt und es ist erstaunlich. Also wie gut und wie nah die Instrumente rankommen an die Originale, und ich glaube, dass die für einen absolut erschwinglichen Preis eine sehr, sehr gute Qualität abbieten. Ich bin kein Gitarrist, ich kann nur als Mundharmonikaspieler sagen, was ich höre, und das war schon sehr überzeugend. Speziell an den Instrumenten ist erstmal das Handling, wie sie die Gitarre anfasst, wie sie am Körper steht und wie sie überhaupt danach natürlich klingt, wie die Seitenlage ist. Und also das ganze Handling dieser Gitarre ist es erstmal das Wichtigste. Und dann kommt dazu, wie die ganze Steglänge, wie breit der Steg ist. Also es sind ganz viele verschiedene Sachen, die eine Rolle spielen, um diese Gitarre gut zu spielen. Also du musst bequem sitzen einfach. Wir hatten gestern die Show und dann die ganz netten Gaststätte dort. Und da habe ich das schon so gemerkt, dass es ein sauberer, cleaner Klang ist. Und das ist ganz wichtig, dass der Grundklang da ist. Und mehr braucht man eigentlich gar nicht. Ich lege die immer auf den Schoß sozusagen, auf die Knie. Und dann, ich kann da für mich besser arbeiten. Sage ich einfach mal dazu, weil ich mit diesem Slider dort kann man in den Röhrchen aus Metall nehmen oder aus Glas, hat man erstmal so den Korpus vor sich liegen. Man hört durch das Loch, hört man den Klang natürlich viel besser, als wenn man jetzt normal spielt. Und ich habe mir das so die letzten Jahre so angewöhnt und es ist irgendwo zum kleinen Markenzeichen geworden, dass ich das alles so hinlege und damit arbeite halt.